Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Need for Speed Most Wanted. Mit Hodengriffscreme versteht sich und Leute, immer dichter rücken wir an die Nummer 1 bzw. an das letzte Rennen der Nummer 1 heran. Nicht mehr lange. Dann gehört er uns. Der liebe Razor. Wir brauchen nur noch die Meilensteine und die Rennsiege. Dafür da jeweils alles. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit den... Ja, warum eigentlich nicht mit dem Meilenstein an, würde ich sagen. Und da wir hier eh schon Stufe 5 sind, 4 sind, und wir bei den Meilensteinen relativ viel Zeug brauchen, und dann eine 13-minütige Verfolgung. Oder wie viele Meilensteine brauchen wir denn? Wir brauchen 5 Meilensteine, das heißt, wir brauchen einmal alle drei Radarfallen, das und dann Zeit und dann entweder erziele ein Kopfgeld von 58.000, 35 Polizeiwagen oder 13-minütige Verfolgung. Und am leichtesten, glaube ich, dürfte es gehen, wenn wir uns auf die 58.000 Kopfgeld einlassen. Und deswegen würde ich sagen, versuchen wir das Ganze doch mal. Beginnen tun wir natürlich wie immer an diesem Stand. Stufe 4. Ich versuche erstmal auf Stufe 5 gleich heranzukommen. Und dann schauen wir mal. Zentrale, Sierra 6. Verfolge einen Fahrer flüchtigen. Der Kerl hat meinen Wagen gerammt und versucht zu entkommen. Ja, das kann einem schon mal, kann schon mal vorkommen. Roger, kommen. Alle Einheiten, wiederhole, alle Einheiten. Verfolgung auf Alarmstufe 4 erhöhen. Letztens, es muss ich euch eigentlich fast erzählen, es war sowas von geil. Da war ich der Arbeit unterwegs und dann auf einmal sahen wir vor uns einen Autotransporter und da waren lauter so, ja, 6 Autos waren drauf, da waren ja, so ein alter VW Polo und was weiß ich, ein alter Skoda oder so. Und ganz hinten stand echt ein Lamborghini Murciélago drauf. Also genau den wir hier fahren, der lag da hinten auch drauf. Das hat so geil ausgeschaut. Das war unglaublich. Tut mir leid. Aber ich komme durch. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Tut mir auch leid. Machen weiter. Verdächtiger ist entkommen. Sorry. Zentrale brauchen mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alle, die wir kriegen können. Ich glaub's auch. Er ist direkt an mir vorbeigebrettert. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. An alle Verfolgeeinheiten. Wir haben eine Straßensperre für euch errichtet. Bisschen zu spät gesagt. Ah, aber wir nehmen einfach die nächste. Hörst du auf mit deinem Speedbreaker hier? Das war gerade irgendwie knapp. Charlie 21. Bin am Einsatzort. Wer interessiert sich dafür? Nur minimale Schäden. Setzt euch vor ihn und blockiert ihn. Versucht die Schäden in Grenzen zu halten. Gute Idee. Unser Funker liegt auf Reserve. Opfer. Kann sein, dass wir abbrechen müssen. So. Zentrale, schickt mir schnell einen Rhino. Normale Einsatzwagen reichen hier nicht aus. Ich liebe es jedes Mal wieder. Roger, 3-3. Rhino meldet, dass er nur ein paar Minuten weit weg ist. Negativ. Er bitte Verstärkung mit Priorität, sonst eskaliert die Situation. Stufe 5 sind wir gleich. Der gescheppert. Er ist durch die Straßensperre geraten. Sierra 1 an alle Verfolgeeinheiten. Äußerste Vorsicht, wir haben für euch die Straße gesperrt. Ich bin heute allein erst wieder. Negativ, er fährt noch. Lass mich gar nicht zu Wort kommen. Ich bin heute, habe heute erst wieder Most Wanted auf der Xbox gespielt. Und es ist schon wieder so geil gewesen.
Beispiel mit dem Lamborghini Gallardo, den habe ich damals gewonnen gehabt und den habe ich voll aufgenutzt nochmal. Und das ist so krass. Ich habe, glaube ich, locker 14 oder 15 Minuten in die Verfolgung gefahren. Von 0 bis ganz hoch halt. Das war echt krass. Ja, ich will aber gerne. Ja, ist ganz gut so. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch entkommen. Hab ihn verloren. Er kann nicht weit sein. Schickt weitere Einheiten, um das Gebiet zu durchkämmen. Sehr gut. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet. In Fahrtrichtung Norden. Auf dem Campus Circle. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. So. Denn von Stufe 5 kann man viel schneller auf die 58.000 oder 650.000 kommen als mit Stufe 4. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie schnell wir da auf 100.000 um sind. Kopfgeld wird uns natürlich dann nach diesem, bis wir hier alles haben, Meilensteine und so, werden wir natürlich dermaßen viel haben, locker 11, 12 Millionen schätze ich. Werden wir gleich 25.000 haben schätze ich. Genau. So krass, du hast noch nichts gemacht und hast schon 25.000 Kopfgeld wieder. Und schon hat man 50.000. Ihr seht mich gleich im Rückspiegel. Der Kerl rennt mich an. Ich steig mir leid. Oh. Halten in dem Willen außer Gefechtsplätzen. Okay, Roger, Zulu 12. Dino ist unterwegs. Wird in ein paar Minuten vor Ort sein. Nächster. Der Verdächtige versucht, mich auf die Achtung, passt auf! Wir schalten ihn jetzt aus! Mach das! Festnahme negativ! Verfolgereinheiten, wir haben ein paar Nagelbänder für ihn aufgelegt. Versucht ihn nach links zu drängen. Sorry, Baby. Er ist durch die Schwarzensperre gefahren! Aber ihr seht, wir haben jetzt schon wieder 210.000. Ach, das ist gar nicht Kopfgeld, sondern Sachschaden. Okay. Nee, doch, das ist Kopfgeld, okay. Als mein Zeichen in Position gehen. Bin am Einsatz, Ed. Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Ups. Zugriff, hol dir das schnell, setz ihn fest. Da mussten wir jetzt ein bisschen schneller weg. Gute Idee. Auch gut. Sind wieder hinter ihm. Haben ihn eingeholt. Unser Funker fliegt auf Reserve. Kann sein, dass... Ach komm. Verdächtiger in Sicht. Wir sind hinter ihm. Er hängt mich ab. Sorry. 10:33, 10:33. Ich bin hier alleine. Brauche mehr Verstärkung. Verstärkung ist eine Minute vor eurer 20. Komm schon. An alle Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Mein Einsatzwagen wird gerammt. Nehme die Verfolgung des Verdächtigen auf. Tu das. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Halt
Würde ich auch sagen. 10.25! 10.25! Mein Wagen gibt seinen Geist auf! Sorry, dass du abgebogen bist. Sorry für den kleinen Unfall. Der Richtige hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt. Er hatte Crash, wir rücken vor. Tu das. So, 615.000 haben wir. Schickt mir mehr Verstärkung. Er hat gerade meine letzte Unterstützungseinheit ausgeschaltet. Oh, bin ich wirklich so böse? Bravo 28, nähern uns mit mehreren Einheiten aus südlicher Richtung. Passt nur auf, dass er euch nicht entwischt. Komm schon, da vorne ist er. Alles klar, ich hab ihn. Fahrzeug ist lokalisiert. Richtige. Wir schließen auf. Ah, Nagelbänder. Sorry. Er hat einfach gedreht. So einfach. Zügen in einem Wind. Wenden in einem Zug, fuck. Tschüss. Verdächtiger hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt. Mhm. Hab ihn aus den Augen verloren. Versuch ihn einzuhören. Wir sind wieder hinter ihm. Er hält nicht an. Fuck. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Nein, 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 nein. Boah, leck mich, war das gerade knapp. Und bremse ihn aus. Stand by. So, jetzt verschwinden. Schon. Flieh, hau ab. Verstärkung ist noch 60 Sekunden entfernt. Ja. Verdächtige. Ah, scheiße, jetzt kommt natürlich ein Hubschrauber. Was zum Henker? Kann ihn jemand ablenken? Ich hab ihn, nimm ihn fest. Fuck, nur noch 44 Sekunden, dann kommen die anderen. Versuchen wir ihn einzukreisen. Wir sind immer noch auf Code 3, er ist entwischt. Fuck, nur noch 27 Sekunden. Wir haben ein paar Nagelbänder für ihn ausgelegt. Versucht, ihn nach links zu drängen. Dann fahren wir natürlich rechts vorbei. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Fuck, nur noch 12 Sekunden. Es war er, eure Route führt direkt in den Tunnel. Wir werden den Sichtkontakt zu ihm verlieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Versucht, ihn nach links zu drängen. Wir haben Nagelbänder für ihn ausgelegt. Fuck. War das gerade cross? Verdächtiger macht einen Abstecher durchs Stadion. Fuck. Fuck, 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 fuck. Einer der Einfahrtswagen ist ausgefallen. Bleibt dran! Haben eure Verstärkung in Sicht! 36! Fuck, ich komme da nicht mehr raus, oder wie? Da ist unser Verdächtiger, wir haben ihn! Komm schon, jetzt gib Gas, Mann!